willkommen, hat Platz, die, die noch nicht sitzen. Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von der Best of Swiss Gastro Awards Night hier in der Messe Zürich. Hallo miteinander, schön, seid ihr da. Jawohl. Mit diesen einleitenden Worten hat der smarte Moderator vom Abend, der Danny Fowler von nicht weniger als 600 erwartungsvollen Profis aus der Gastronomie und Zulieferindustrie, die Preisverleihung von Best of Swiss Gastro in der Messehalle in Zürich eröffnet. Eine Preisverleihung von mittlerweile nationaler Bedeutung, die schon im dritten Jahr Standard setzt. Achtmal steht die alles entscheidende Frage im Vordergrund, nämlich, welcher von den drei nominierten Gastrobetrieben gewinnt das Jahr die beliebte Best of Swiss Gastro Trophäe? Da kommen die acht glücklichen Sieger in einem Kurzporträt, so wie sie am Abend von der Preisverleihung präsentiert worden sind. In der Kategorie Classic gewinnt das Restaurant Bintli aus Feldbrunnen. Das Siegerteam überzeugt durch ihre saisongerechte und vielseitige Küche, wo aus herkömmlichen Mitteln außergewöhnliche Menükreationen anzaubert. Die Emmentaler Schaukäserei nimmt ihre Auszeichnung Best of Swiss Gastro in der Kategorie Family mit ins Bernbiet. In der Schaukäserei dreht sich alles rund um die Fädelung und die Weiterverarbeitung von Milch. Ein Abstecher ins Emmental lohnt sich garantiert. In der Kategorie Family hat es mit der genau gleich hohen Benotung noch ein zweites Siegerteam gegeben, nämlich das Marche Bellinzona Süd. In diesem Siegerbetrieb stehen vor allem die Kinder, die Kunden vom Morgen im Mittelpunkt und das ganze 365 Tage im Jahr. Der Sieger Award Best of Swiss Gastro in der Kategorie Gourmet kann der Beat Antamatten nach Saas-Fee mit heine. Sein Gourmet-Konzept vom Restaurant Vernissage überzeugt durch kulinarisches Fingerspitzengefühl bis ins kleinste Detail. Im Berner Oberländer Benacus, genau genommen in Untersee, steht in Zukunft die begehrte Best of Swiss Gastro Trophäe, die der stolze Sieger in der Kategorie Newcomer für sein Schaffen auszeichnet. Ein schicken und trendiger Betrieb, wo sich Stammkunden wie auch anspruchsvolle Touristen im gleichen Mass wohlfühlen. Das Bolero in Winterthur ist mehr als nur ein simpler Nachtclub. Das Bolero ist ein Lifestyle-Club, wo sich jeder Gast je nach Lust, Laune und Begleitung für eine unvergessliche Nacht abtauchen und auch amüsieren kann. Der Winterthurer Club gewinnt in der Kategorie Nightlife. Alles um die erfolgreiche Espresso-Bar Il Barretto im HB Zürich scheint irgendwie on the move zu sein. Auf gerade mal 45 Quadratmeter strömt der Kunde pures italienisches Kaffeebar-Feeling entgegen. Das Il Barretto hat mit seinem Konzept können überzeugen und steht als Trophäenempfänger in der Kategorie on the move auf dem obersten Treppli. Das Hotel Utokulm, Top of Zürich, bietet Lifestyle und Trend auf wortwörtlich höchstem Niveau. Auf dem Zürcher Hausberg, am Mütliberg, hat es Giuseppe Fri und sein Team verstanden, neue Maßstäbe in der Gastronomie-Szene zu setzen. Sieger in der Kategorie Trend. Darum überrascht es vielleicht auch nicht, dass das Hotel Utokulm im diesjährigen Best of Swiss Gastro als zweifacher Sieger geehrt worden ist. Der einzigartige Preis über alle Kategorien als Master geht das ja gerade auch noch auf den Uetliberg. Ich bin so stolz drauf und ich glaube, erst jetzt ist mir bewusst, dass das bedeutet, gerade beide Preise natürlich abkommt heute Abend, ist sensationell und wir werden das voll natürlich jetzt auch morgen der Zeitung stecken, dass da mal auch etwas Positives schreiben über mich und nein, ist eine grosse Genugtuung. Und zu guter Letzt bleibt noch die Frage offen, wer in der Kategorie Business and Care den ersehnten Siegerpokal hat können in Empfang nehmen. Die Kategorie ist in diesem Jahr übrigens das erste Mal ausgeschrieben und bewertet worden. Es gewinnt die Restauration Kinderspital im Inselspital in Bern, bei den regelmässigen Kunden besser bekannt als Sole. Man sagt, die Preisverleihung ist nur so gut wie die Gäste, der Veranstalter und die Sponsoren, die dahinter stehen. Beim Award Best of Swiss Gastro ist das nicht anders. Was vor drei Jahren noch klein angefangen hat und dort und da in der Szene ein bisschen belächelt worden ist, hat sich mit dieser dritten Ausgabe definitiv etabliert. Der Award ist eine Motivationsspritze, eine zusätzliche. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren auf eine Art, wie man es sonst nicht kann. Also der Award ist eine treibende Kraft in der Gastronomie. Ich finde das gut. Also ich glaube, so ein Award der trägt sehr viel dazu bei für ein bisschen Dynamik in dieser Branche. Und
das ist das, was wir sehr gerne unterstützen. Weil ich glaube, das Leben in einer Branche, das ist sehr wichtig. Weil auch schlussendlich für uns als Zulieferindustrie, wir leben von erfolgreichen Betrieben. Und die kommen da die Anerkennung über, was sie verdienen. Die Bedeutung dieses Awards ist für die Schweizer Gastronomie sehr wichtig. Vor allem für die Jungen, für die Innovativen, für die trendigen Gastronomen. Die können sich hier outen, die können sich hier präsentieren. Der Anlass, das ist ein Anreiz für andere Gastronomen, das Gleiche zu machen, Vorwärtsstrategie, neue Trends zu setzen. Nicht weniger als 300 Betriebe aus allen vier Sprachregionen aus der Schweiz haben ihre Konzepte eingereicht. Eine Fachjury hat lediglich zu einem Drittel über Sein oder Nichtsein können mitentscheiden. Die wichtigste und damit die alles entscheidende Stimme ist aber die vom Publikum. Über 40'000 Publikumsstimmen sind eingegangen. Es gibt sehr viele Awards, die im stillen Kämmerli vergeben werden. Und da ist, glaube ich, der Einbezug vom breiten Publikum, vom Endkonsument, glaube ich, macht das Event, den Award in Zukunft stark. Noch stärker. Oder noch stärker. Es ist also nicht die Branche, die sich bei der Beurteilung von Best of Swiss Gastro gegenseitig auf die Schulter klopft. Nein, es ist der König Kunde, der das letzte Wort hat. Vor einmal im Jahr sehen sich die ausgezeichneten Gastgeber in der Rolle des Gastes. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Event von Best of Swiss Gastro, das im Rahmen der IGH 2007 stattfinden wird.